Ich werde live streamen, direkt morgens. Team Nacht aktiv, Team Früh aktiv. Seid dabei. Was ist hier los, Leute? Was ist mit der Season 4 passiert? Das Fortnite Mystery. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schönen guten Abend an Team Nachtaktiv, obwohl so spät abends ist es jetzt auch nicht. Aktuell spielt ja noch ein bisschen Kroatien gegen England. Was meint ihr, wer gewinnt? Aber ist auch wurscht. Wir schauen zurück. Die Season 4 ist zu Ende. Das ist das letzte Video zu Season 4. Wir werden Season 5 gebührend feiern morgen. Aber wir sollten natürlich auch mal zurückblicken und schauen, wie fing alles eigentlich an und was haben wir in Season 4 eigentlich so erlebt. Ne? In meinen Augen war Season 4 verdammt kurz. Ohne Scheiß, Leute, in meinen Augen ging Season 4 so schnell vorbei. Ich erinnere mich, als ob es noch erst gestern war, als ob wir, dass wir diesen Kometen gesehen haben, dass er runtergekracht ist. Aber tatsächlich sind 70 Tage vergangen seitdem und diese 70 Tage waren vor allen Dingen auch mehr als Season 3. Ne, Season 3 hatte nur irgendwie 62 Tage oder sowas. Season 4 war nochmal länger und gefühlt ist es so viel schneller vorbeigegangen, als ob es erst gestern war. Hand hoch, wenn es bei euch auch so ist. Zu Season 3 haben wir ja zum ersten Mal diese neuen wöchentlichen Challenges erhalten. Das hat sich in Season 4 fortgesetzt. Wir haben dieses Sprays bekommen. Und hier auch schon direkt die Ankündigung, Leute. Ihr werdet euch natürlich auf einen Livestream freuen können. Direkt morgen, 10 Uhr, fangen wir an. Dort sollten die Server down gehen. Also das ist so, zumindest war es die letzten Tage so. Wir gehen online. Wir werden uns das Update runterladen. Wir schauen uns direkt den Trailer an. Wir schauen uns das Changelog an. Und auch jedes kleine bisschen, was zu Season 5 anfängt, ich werde es machen und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Team Frühaktiv und Team Nachtaktiv sollen mal zusammenkommen und quasi morgens und dann gucken wir einfach diesen Livestream an und wir feiern mal die Season 5 mit einem gebührenden, schönen Stream. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. So, aber nichtsdestotrotz, es geht hier darum, was ist jetzt Season 4, was ist 5. Ich liefere euch natürlich auch alle bekannten offiziellen Informationen. Keine Theorien, keine Leaks, die bekannten offiziellen Informationen zu Season 5, was ihr euch erwartet und wie viel alles kostet. Die kurzen Fakten ist, der neue Battle Pass wird wieder mal 950 V-Bucks kosten. Es wird wahrscheinlich wieder ein Paket geben für ca. 2000 V-Bucks, womit ihr euch sofort 25 Levels holen könnt. Meine Empfehlung an jeden, absolut an jeden, tut es nicht. Tut es nicht, kauft euch keine Levels. Der Battle Pass macht eben deswegen Spaß, weil man jedes Mal einen neuen Level freischaltet und sich was Neues gönnen kann. Und man hat sowieso die Zeit dafür, ne? Man hat sowieso die Zeit. Außer ihr sagt, ich bin 10 Monate im Urlaub oder so, dann müsst ihr das vielleicht machen. Das Update kommt morgen um 10 Uhr für alle Plattformen raus natürlich. Wie groß das Update sein wird? Wahrscheinlich um die 3 GB. Also wenn ich jetzt so Season 4 als Vergleich nehme, wird es 3 GB groß sein. Das heißt, ihr müsst ein bisschen was runterladen. Xbox hatte letztes Mal, glaube ich, sogar 20 GB. Ne? Die hatten richtig die Arschkarte. Die müssen richtig viel runterladen. Im Prinzip ist das alles, was wir wissen. Ohne Scheiße, Leute, das ist alles, was wir wissen. Und aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Epic viele, viele coole Sachen einbaut. Aber sie müssen aufpassen, weil ich glaube, Season 5 ist ein sehr, sehr starker Wende- und Schneidepunkt für das Spiel. Fortnite ist aktuell auf dem Zenit. Und wenn jetzt die Season 5 nicht super krasses sein wird, wird es sehr schnell ihr seinen Hype verlieren, weil jetzt nochmal eine Season, die so ähnlich ist wie Season 4, das wird sich auf Dauer nicht halten. Die nächsten 3 Monate sind also sehr, sehr entscheidend, wie das Spiel langläufig sich entwickelt, weil jetzt schon zu Season 4 haben viele Zuschauer bei mir auch geschrieben, hey, das wird langsam langweilig, weil klar, das Spiel ist nicht mehr neu, man spielt das tagtäglich stundenlang und so weiter, aber suchen wir mal das Video, wo wir das Season 4 angefangen haben. Ne? Ich will, wie gesagt, euch ein bisschen Vergleich stellen, was ist in Season 4 passiert, was sollte in Season 5 passieren, damit es holy shit, nee, das war schon Season 3. Ach, da ist es, Leute. Ich erinnere mich noch daran, wir hatten 15.000 Zuschauer. Verdammt war das fett, verdammt war das fett. Da hatte ich noch 318.000 Abonnenten, sprich 30.000 Abonnenten seit der Season haben wir gemacht. Aber nichtsdestotrotz, 15.000 Zuschauer, das ist mein Allzeitrekord überhaupt. Und es wäre einfach nur geil, wenn wir diesen Livestream auch genauso viele knacken würden. Und da haben wir quasi, ne, so sah das noch aus. Da haben wir noch den Krater gesehen, das Update hat runtergeladen und es war schon nice. Es war schon nice und wir haben quasi jedes kleine Häppchen an Informationen mitgenommen, ne. Hab dann die Mobile-Version gestartet, weil das als allererste diesen Ladebildschirm hatte, ne. Hab ich gestartet, alle wollen sofort gezeigt, zack, guck mal, 2 neue Skins. Beziehungsweise man sah die jetzt in der Realgröße. Jetzt ist es absolut, ja klar, das ist Carbide, das andere ist Battle Org. Aber ne, als damals Season 5 rauskam, Season 4 meine ich,
rauskam, war das so quasi das Ding, da habe ich euch sofort Mobile-Screen gezeigt. Wir haben jedes kleinste Häppchen dazu genommen. Und dann kam der Trailer raus. Boah, war der fett. Ich habe den, glaube ich, 5-mal oder so abgespielt dann. Der war schon nice, ne? Und auch das Gleiche machen wir natürlich morgen zu dem ganzen Programm. Und das ist, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr diesen Livestream nicht verpassen wollt, Leute, drückt auf das Abo, auf die Glocke. Ihr kriegt es direkt in eure Abo-Box rein. Oder wenn ihr es nicht macht, einfach dann auf meinen Channel gehen und reinschalten. Dann dort findet ihr dann den Livestream. Wir werden es auf YouTube machen, natürlich, logischerweise. Und ja, da kamen noch die mordsfetten Spenden rein von keinem Zimmer. 110 Euro. Okay, darauf will ich gar nicht so stark eingehen. Das ist ja auch egal. Aber dann ging endlich die Server online und wir konnten unsere neue Season, sag ich mal, begrüßen. Als Besitzer von Battle Pass 4 werdet ihr natürlich auch Battle Pass 5 mit 5 Bonus-Levels starten. Ne? Das war jetzt schon zu 3 und 4 auch so. Ne? Ich habe das Spiel gestartet, hatte sofort Stufe 6. Das wird mit Season 5 auch so sein. Wenn ihr schon Season 4 besitzt, dann werdet ihr Bams. Natürlich werdet ihr auch wieder auf Level 1 heruntergestuft werden, falls das noch die vielen Leute nicht wissen. Und ihr fällt wieder auf Level 1 runter und es beginnt wieder von vorne. Ja, da hat sich auch alles geändert, ne? Es sah alles anders aus und der neue Ladebildschirm sah anders aus. Dann sind wir auf die Herausforderung gegangen, haben uns sie angeguckt und ey, das kommt mir so vor, als wäre es gestern. Und wie gesagt, Sprays sind neu dazugekommen, ne? Die Graffiti-Sprays. Und ich bin ehrlich gespannt, ich bin riesen gespannt, was sich Epic jetzt eingefallen hat. Weil irgendwas Neues wird es geben. Wir wissen nicht was. Irgendwas Krasses wird es geben. Irgendeine neue Aktion und irgendwas, Hüte vielleicht. Vielleicht Hüte oder Waffenskins. Waffenskins wären einfach phenomenal. Vielleicht bringen wir das rein. Aber wie gesagt, Season 5 braucht das. Season 5 braucht das, weil Season 5 ist jetzt der Wendepunkt. Wenn Season 5 das gleiche wird wie Season 4, was die Challenges angeht, was den Battle Pass angeht, werden die Leute die Lust daran verlieren. Der Hype wird sehr, sehr schnell abstürzen. Es wird nicht tot sein, keine Frage. Es wird nicht tot sein, aber es wird schon sehr schnell langweilig werden. Und natürlich, auch die Karte wird sich ein bisschen anpassen. Wie genau? Sehen wir morgen. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt, ne? Ihr seht, 70 Tage noch. Und das Ganze ist, wartet mal, wann ist es denn rausgekommen? Wann habe ich den Stream gemacht? Am 1.5. 1.5. Es kommt mir so vor, als ob es gestern war. Da war ich noch nicht mal in Amerika im Urlaub, ne? Ah, schon krasses Ding. Ich freue mich auf jeden Fall. Was wir zu Season 4 wussten, ist natürlich, dass das Thema Superhelden sein wird. Jetzt wird das Thema irgendwas mit Wikinger, Ägypten oder Zeitepochen zu tun haben, ne? Ja, ich glaube aber, wir sind immer noch auf dem Holzweg. Ich glaube, wenn morgen das Ganze online geht, dann wird Epic uns schon zeigen, hier, bam, ihr lagt alle falsch, wir haben das Thema Zeitreisen oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht wird sich auch jede Woche eine neue Zeitepoche auf der Map bilden, ne? Erstmal Wilder Westen und dann kommt Ägypten und dann irgendwas anderes. Und jedes Mal wird sich die ganze Map umändern. Okay, wir hören auf zu träumen. Wir hören auf zu träumen, Leute, ne? Ich, als ob die ganze Karte jede Woche aktualisiert werden kann. Oder vielleicht auch da. Wer weiß. Es wäre krass. Es wäre super krass. Ich weiß, Leute, es ist spät, es ist abends, aber vielleicht guckt ihr auch gerade das Fußballspiel, ich weiß es nicht. Letztendlich hatte das Season 4 Streaming-Video danach 220.000 Aufrufe. Ich habe 3.000 Abonnenten nur an diesem Tag gemacht. Das war so phänomenal. Ach, es macht so auch Riesenspaß, so diese Videos zu produzieren, von denen man weiß, dass die Leute es absolut feiern. Ne? Und dass man weiß, dass die Leute auch so gehypt sind, dann bin ich genauso gehypt und ich hype euch dann noch mehr und wir ziehen uns einfach nur so rauf. Und schon sehr früh da haben natürlich die Challenges angefangen mit dem Buchstaben, dann kam auch zum ersten Mal der Bunker, zwei Monate später kam auch der Bunker in Wailing Woods, ne? Keiner wusste, was mit dem los ist, wissen wir bis heute nicht, was mit dem Bunker los ist. Ja, da kam der Tomatenskin raus, ne? 260.000 Aufrufe, ich war auch der einzige YouTuber, der mit der Drohne quasi unter dem Bunker geflogen ist, um da mal reinzuschauen, was das ist, bis heute wissen wir nicht, was mit dem Ding los ist. Es hat weder die Rakete aufgehalten, noch war das ein Schutzbunker. Ist es vielleicht einfach nur da, um irgendwas zu schützen? Wobei, schaut euch mal die Krickelei an. Diese kleine Hügel mit dem Strich drunter. Erinnert ihr euch noch an die Real-Life-Sachen, an den Real-Life-Dörrburger, wo die Agenten Notizen gemacht haben? Auf der einen Notiz war auch so ein Bogen drauf. Fortnite Mystery ist ja wieder am Start. Oh, ich muss mal wieder Fortnite Mystery machen, ne? Eigentlich ein ganz nettes Format, aber ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie keine geilen Mysteries gehabt, die man lösen könnte und nichtsdestotrotz,
Ja, da kam der Bunker. Der Thanos-Modus war vor dem Bunker? Echt jetzt? Okay. Thanos-Modus kommt mir so vor, als ob er es vor 2 Wochen aufgehört hat. Was ist das? Was ist hier los, Leute? Was ist mit der Season 4 passiert, dass das alles so für einen vorkommt, als ob das erst gestern war? Aber Thanos war einfach auch eines der geilsten limitierten Modis. Ohne Scheiß. Ich wünsche mir diesen Modus einfach nur wieder zurück. Nicht mit Thanos, von mir aus auch mit, keine Ahnung, mit einem fliegenden Lama oder so, dass einer als Super-Lama spielen kann. Ist mir egal, aber Hauptsache, dass einer sich quasi zum Super-Lama verwandelt und dann alle anderen dagegen kämpfen. Ich fand den Modus so mega, mega witzig. Ich fand den einfach nur geil. Es hat Spaß gemacht, den zu spielen. Der Charakter war geil. Dann kamen die versteckte Battle Pass Sterne beim Blockbuster Skin, ne? Ja, da habe ich ja schon das Story-Video zu gemacht und habe euch gesagt, der Blockbuster Skin ist im Kometen drin. Ne? Hieß leider nicht Alpha, aber ich hatte recht. Er hatte recht mit dem Blockbuster Skin, was er im Kometen drin steckt. Und da klopfe ich mir auf die Schulter. C4-Rekorder aufgestellt, Android-Version angekündigt. Dann war ich 3 Wochen in Urlaub und diese 3 Wochen im Urlaub hat mich dazu verhindert, dass ich jemals Level 80 erreichen konnte. RIP, aber hey, ab und zu mal muss man auch Urlaub machen. Season 5 werde ich auf jeden Fall durchziehen und dann kam auch schon direkt der Raketenstart, ne? Vor 3 Wochen kamen schon die ganzen News zu dem Raketenstart und dass es passieren wird. Das kommt mir alle so schnell vor. Es kommt mir so schnell vor, aber hey, wir hatten 70 Tage Spaß und wir werden weitere 70 Tage, vielleicht auch länger. Ich vermute mal, dass Season 5 ein bisschen länger wird. Vermute ich mal. Vielleicht 10 Tage, vielleicht nochmal auf 90 Tage aufstocken. Wäre ein Ding, falls Epic auch viel mehr Items wieder in den Battle Pass reinkriegt, weil dafür können wir ausgehen, dass es in Season 5 auch passieren wird, dass einfach noch mehr Items reinpacken, noch geilere Items. Und im Vergleich zu Season 4 würde ich sagen, ist Season 5 wahrscheinlich nochmal ein Schwert. Deutlich, deutlich geiler nochmal. Es werden einfach nochmal coole Sachen passieren. Die Frage ist nur halt, wie cool ist es und wie lange bleibt es halt interessant und spaßig. Das ist die größte Frage, die ich mir stelle. Das ist der kleine Rückblick zu Season 4, Leute, bis zu dem heutigen Zeitpunkt, weil die Portale, wo die aufgetaucht sind. Und der Raketenstart an sich, Leute. Der Raketenstart an sich war das geilste Event, seit Fortnite raus ist. Und es war einfach nur phänomenal. Und einfach, was passiert ist, ne? Das, was passiert ist. Der Komet war wochenlang in der Luft und dann haben wir halt Season 5 Season 4 bekommen. Sorry, ich drehe die Zahlen immer durcheinander hier. Da haben wir Season 4 bekommen. Bam, da ist er gelandet. Geil. Beim Raketenstart war das etwas anders. Da war die Rakete ein bisschen langweilig. Okay, die startet jetzt, die startet jetzt, die startet jetzt. Aber dann ist sie gestartet und alle... Boah, das ist eine Rakete. So macht man das. Und dann waren alle gehypt. Und ich finde, Season 5 Hype ist auf jeden Fall nice. Was sagt ihr dazu, Leute, zu der Season 4? Das war mein kleiner Rückblick zu ein bisschen älteren Tagen und Zeiten, wo Season 4 rauskam und es einem so vorkommt, als ob es erst gestern war. Mal schauen, was die Season 5 morgen bringt. Ich werde live streamen, direkt morgens. Team Nacht aktiv, Team Früh aktiv. Seid dabei, schaltet rein und ich wünsche auf jeden Fall euch eine schöne, gute Nacht. Und schlaft schön und geht nicht zu spät schlafen, auch wenn ihr vielleicht morgen freie Ferien habt und so weiter. Klickt auf die 2 Kassen hier auf der oberen Seite, da findet ihr weitere Videos und gebt mir Flosse. Flop.